Ja, hallo, ja. Willkommen zurück zu Let's Play Zelda Breath of the Wild. Ja, wir sind hier beim diesen Pilzen, wenn es die mal so nennen will, stehen geblieben und sind auf der Jagd nach Crocs oder nach anderen guten Sachen. Und da haben wir auch schon im letzten Part so gegen Ende einen Hinox besiegt und haben da noch ganz oben Daruks Schirm ist jetzt schon einsatzbereit. einen relativ fiesen Croc entdeckt. Aber wir haben ein gutes Auge dafür gehabt, der ist uns nicht entkommen. Naja, und wir wollen einfach mal gucken, das ist die Seeres-Ebene, ob unter diesen Pilzen ist doch noch irgendwelche Crocs versteckt sind, und wenn da keine weiteren sein sollten, dann werden wir einfach mal auf die Pilze raufgehen und dann mal schauen, was da zu finden ist. Also hier scheinen. Oh, was haben wir da denn? Noch ein Pilz? Okay. Ist da vielleicht noch was? Können wir mal gucken. Oha. Naja, okay. Was wir also hier haben, ist Folgendes. Oi. Die Fitkröte, die sammeln wir ein. Aber schade, dass zumindest hier unten keine Crocs angezeigt werden. Edelgeflügel, ja schön. Okay. Also es könnten vielleicht hier noch Crocs sein. Dann gehen wir mal hin. In die Richtung. So, es weiß nicht, ob Revalis Sturm dafür schon hoch genug ist. Wir werden es mal ausprobieren. Ich hoffe schon. Oh! Oh shit. Nein! Hoch mit dir! Okay, das war noch mal knapp. Aber es hat funktioniert. Oi, 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 oi. Was haben wir denn da? Noch ein Krog oder was? Aber da brauchen wir mal lieber einen Bogen, mit dem man auch richtig schön reinzoomen kann. Na. Oh Gott, nee, ich glaube, das hat keinen Sinn. Nee, okay. Dann müssen wir die nächste Runde Revalis Sturm einsetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß es nicht. Ob wir das schaffen könnten.
Sieht so aus, ne? Alter, total unrealistisch. Aber gut. Why not? In diesem Spiel ist ja gefühlt alles möglich. Oi. Ja, das strengt an, auf so einen dicken Pilz zu klettern. Aber es lohnt sich. Es ist geiles Wetter. Nur jetzt. Sind wir natürlich in gewisser Weise ein bisschen gebunden. Naja, wir fliegen mal auf den nächsten Pilz und werden dann in dem Moment einfach mal dieses Ding da treffen. Na, hat es geklappt. So ein Scheiß. Okay. Dann machen wir das eben von hier aus. Ja, Junge. Wie weit muss man denn noch zielen? Och, Mensch. Ey, das regt mich einfach ein bisschen auf. Ja, meinetwegen fliegen wir dahin und schießen dann von da. Das kann doch erst nicht sein. Menschling. So, jetzt aber bitte. Danke. Okay. Was soll das denn? Naja, okay. Hier könnten ja auch noch Crocs sein. Theoretisch. Und hier vor allen Dingen auch noch. Also es hätte man fast gesagt, dass wir vielleicht als nächstes mal hier nochmal gucken. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann teleportieren wir uns da hin und dann können wir hier gucken. Mal, hier ist ganz bestimmt noch ein Croc zu finden und dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder an dem Gebiet, wo wir diese ganzen Crocs hier auf dem Satori-Berg gefunden haben. Das ist cool. Das war ja das Gebiet, was wir vor Hebra noch erkundet haben. Ja, Gerüste, Crocs, genau. Die sind wir ja am Jagen. Und sind schon bei 539 Stück. Das heißt, bei sogar fast schon, wenn wir 600 haben, haben wir immerhin zwei Drittel. Das ist schon mal cool. Eine stolze Zahl, die wir uns im Hinterkopf behalten. Ja. Hier ist auch schon Croc. Fantastisch. Oh nee. Das ist wieder so einer mit Bäumen und Äpfeln und so ein Kack. Also, an jedem Baum muss ein Apfel hängen. Ja, dann geh's mal davon aus, dass wir zumindest diese hinteren Äpfel hier pflücken können. Hätte auch mal gemeint,
den. Jetzt müssen wir nur genau gucken, welcher jetzt. Ich vermute der hier, ne? Ja, das war korrekt. Na prima. Guckt euch das mal an, Alter. Ein Apfel mit Pfeil drin. Das muss man schon haben, ne? Naja, gut. Ui. Du bist aber nah rangekommen. Zu uns. Okay. So, was haben wir hier oben denn noch? Oh, 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 oh. Hier könnte es aber Ärger geben. Da müssen wir aufpassen. Perfekt. Ja, das nennt es Taktik, ne? Dass wir uns leise daran machen. Naja, okay. Okay. Na. Schleißen wir uns mal ran, ne? Mal nochmal Kampfprobe hier. Ja. Jetzt nochmal. Ui, da sind ja unsere ganzen Pfeile. Cool, dass sie nicht kaputt gegangen sind. Okay. Naja, wenn du willst, kriegst du dein Fett ab. Revalis Sturm ist bereit. Kann er dann nicht hoch? Was ist das denn für eine Scheiße? So, jetzt wird da schön ein Bombenpfeil reingeschmissen. Ui! Du wagst es, hey, ne? Meine Güte. Na, wollt ihr alle meine... Wollt ihr alle meine Waffen zu spüren bekommen? Könnt ihr gern haben, aber nicht mit mir. Sehr schön. Das ist eine gute Taktik, die zu besiegen. Na kommt her, wenn ihr Bock habt. Scheiße. Nö, ne Scheiße. Einfach hochkommen, mit mir kämpfen. Sehr schön.
Na prima. Na dann. Gut entschärft, ne? Wie gesagt, die Strategie und die Taktik entscheiden maßgeblich darüber, ob man gewinnt oder verliert im Kampf. Und es hat ausgezeichnet geklappt, mein Guter. So, und Holzpfeile sind immer willkommen bei mir. Sehr schön. Oh, das wollte es eigentlich nicht, aber egal. Naja, okay. Dann gucken wir mal. Okay. Gut, da haben wir den Fluss wieder. Oh nein, haben wirklich keine Crocs mehr an der Stelle. Ich hasse es. Die Crocsuche, die ist manchmal einfach nur lästig. Das muss man schon sagen. Es kann mir nicht vorstellen, dass wir hier schon wirklich alles an Crocs gefunden haben. Ein Gefühl sagt mir irgendwie, da fehlen noch Sachen. Aber soll jetzt auch nicht ganz so wichtig sein. Ja, ist jetzt okay. Wir haben was Besseres zu tun. Und zwar Crocsuche. Naja. Dann werden wir uns mal hierhin begeben. Und dann mal in den Sümpfen nochmal schauen. Und dann werden wir für den nächsten Part auf die Karte schauen. Und dann können wir gucken, was noch übrig bleibt. Und das werden wir entsprechend auch einsammeln. Okay. Ja, und hier ist schon der Croc. Der eine Croc zu finden. Ja, da unten. Ja, bleibt da schön. Oder hierhin. Sehr nice. Okay. 100. Prima. Na dann.
So, wir schauen eben gleich nochmal kurz, was da ist. Und dann machen wir, denke ich, auch für heute Schluss. Naja, hier scheint jetzt nicht möglichst viel zu sein. Aber soll uns auch egal sein. Was? Gut, dann machen wir wie gehabt beim nächsten Part hier einfach weiter. Und ich werde dann gucken, wo sich genau die Crocs da nochmal befinden oder verstecken. Und die werden wir dann entsprechend einsammeln. Ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich immer, wenn ihr mich abonniert und immer dabei bleibt. Dann sage ich es an der Stelle erstmal, macht's gut, bis zum nächsten Mal.